kennt. Hier ist der nächste Freiwillige, ich sehe es. Mag mir jemand mithelfen? Ja, ja. Hey, deine Kamera ist ja noch kleiner. Wollte ich gerade sagen, wer hat jetzt das ist ja, das ist ja der neue Mini-Bringel, was du da hast. Dafür habe ich zwei Displays. Wow, das vorne ist ja Frechheit. Aber Leute, man sieht mich auch mal beim Filmen. Das macht die Sache nicht besser. Du, gell? Oh, echt, die ganze Becher. Muss ich nicht auch aus halb Deutschland hinterher schicken. So Leute, ich war jetzt schön beim Spülen, Fleischwolf etc. pp. Sauber gemacht und in der Zwischenzeit hat der Jens hier ein anderes Helferlein gefunden. Stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin der Bene. Der Bene, das habe ich doch schon mal gehört. Messerstreiche. Ja, und er ist hier jetzt fleißig. Gut, dann kann ich ja wieder spazieren gehen. Leute, da ist man einmal unterwegs beim Ratschen. Dann hat sich der Jens wieder Hilfe organisiert. Wir haben die Maultaschen schon soweit fast fertig. Aber was ich richtig wirklich verpasst habe, der Grill ist mittlerweile, der Klappo und die Feuerplatte richtig warm geworden, heiß geworden. Ich weiß von nichts, ich war nicht da. Kann ich final unsere. Was machst du da? Metaxa Gyros. Metaxa Schichtfleisch. Metaxa Gyros Schichtfleisch. Einfach so? Einfach so, Freischnauze. Sag mal, Lot. Da staunst du, ne? Boah, ey. So, dann machen wir jetzt hier. Er ist sprachlos. Ich will jetzt auch ein ganz kleines Stück mal probieren. Wie ihr sehen könnt, Hand gemacht. Oh, sind die Dinger geil, Leute. Die Dinger sind ja so geil. Schade, dass es keinen großen Geschmack im Duft gibt. Schmecken lassen und sieht man sich beim nächsten direkt wieder. Brutal geil, die Teile. Tja, dann werden wir jetzt wieder Kohlen nachlegen und die nächste Runde auflegen. Ah, der Grillschrank hat so einen Mini-Pimmel wieder ausgepackt. Ja, da ist die Mini-Pimmel-Kamera. Mini-Pringel hast du gesagt, du Pimmel. Ja, der Mini-Schniebel. Der wird alt. Gönn dir mal. So, probier mal hier ein Stückchen. Ja. Aufs Maultaschen vom Grillschrank geht. Und Wandelplattfuß. Genau. Den dürfen wir nicht vergessen. Der Chef, ich bloß Helfer hierbei. Ja, das schmeckt mal. Gut, gell? Dass du nur geholfen hast. Das schmeckt mal. Schmeckt gleich gut. Ja, brutal geil, gell? Super geil. Oh, heiß sind da noch. Scheiße, also, Mann. Verbrenne ich voll Finger. Das Maskenmännchen ist wieder sehr richtig lecker. Liebevoll lecker zu mir. Unglaublich. Wie immer, Mann. Wir kennen uns doch schon so lange. Vielleicht 2 Jahre oder 3 oder 5 oder 6 ja, oder 7. Ne? Jo. Aber das erste Mal vor 6 Jahren habe ich da eine reingeballert. Ne? Dann bist du richtig hochgeflogen. Wie war Asterix. Ne? Geilomat. Auf alle Fälle. Immer so wieder. Schönen Freunde. Ja. Da esse ich, will ich in Ruhe das Maultäschle essen. Und wer hockt auf einmal neben mir? Diese Maultaschen, ne? Aha. Sag ich nur. Mega lecker. Also die hat der Jens auf alle Fälle gut gemacht. Ja. Ja. Und ich habe gut mitgeholfen. Oh ja, hat er. Ja, ja. Jetzt? Sag da, jetzt. Jens, was hat er denn gemacht? Ach so, der hat gegrillt. Na ja, gut. So, der Herr. Irgendwann hau ich alle. So, die Maultäschler sind wirklich gut angekommen und jetzt schauen wir mal wieder rum. Also so langsam wird es irgendwie schon wieder fast weniger hier. Ja, was hast du da schon wieder Leckeres? Asura? Boah, ey, was ist das? Das ist Nacken im Gyros-Style von McAllister. Das ist Chivapchichi. Den haben wir gleich mit, den haben wir mit reingeballert. Auch in Ordnung. Vom Dirk. Ja. Boah. Nee, komm. So schlimm ist es nicht. Gut. Ich bin ja irgendwie nicht dazu gekommen, hier irgendwie alles durchzuprobieren. Deswegen ist es sehr gut. Ja, dass ich hier rumlaufe. Ne? Ja, genau. Ach komm, die Teschle waren auch super. Die sind hervorragend.
ohne Wenn und Aber. Ja, schon wieder Chivapchichi. Ja, da, hier, da, ja, das stimmt, da ist das, da ist das. Da auch, hier, nimm das. Das Fleisch? Ja, nimm das. Gut. Ist schon soweit, oder was? Und schon wieder unsere Ketchup-Fresse. Ah, du alte Maultasche, also. Geht jetzt her? Ja, aufmachen. Wir wollen reingucken. Ja. It's too late. Wenn ich komme zur rechten Zeit. Jetzt bin ich genauso arsch wie du die ganze Zeit. Da, da kannst du gucken. Aus. Da. Genau, da unten. Der kann nicht einmal topfen. Mein Gott. Wer ist denn das überhaupt? Hast du die überhaupt schon mal vorgestellt? Und die machen hier die Feuerplatte kaputt? Dirk, mein Lieblingsstinkstiefel. Was ist los? Was hast du bei dir Chili, gegeben? Willst du eine Chili haben? Nö. Chivapchichi. Nee, geh mal spülen. Ich hab deinen Schweinenacken benutzt, ne? Aber ich... Der hat mir gesagt, geh rein, da liegt der. Ja. Ich hab den genommen. Ja. Je älter, desto doller, desto diebischer. Klaut einfach unseren Schweinenacken. Aber wir haben ja noch einen gekriegt. Den hat der Jens mittlerweile auch schon vorbereitet. Da gibt es nachher noch ein Topfgericht. Schwäbischer Maultaschentopf oder so ähnlich. Jo, dann schauen wir mal, was sonst so noch abgeht. Da hinten ist die Pizza-Ecke. Die sieht aber ziemlich fleischlos aus. Margarita. Ich bin entsetzt. Ja, manche Kinder essen das halt. Ne? So, so. So, dann gehen wir mal da weiter. Und was haben wir denn hier? Du bist ja angemalt. Ja. Sabalot. Und hier? Und hier? Chucky, du Schwein. Weg ist er. Muss das sein? Wieder, da ist er wieder. Und hast du auch was Leckeres zum Essen bekommen? Ja, ich habe viel zu essen bekommen. Ich weiß noch nicht mehr was, aber das war lecker. Wollen wir mal freundlich zu ihm sein? Jo. Oh, jetzt schauen wir mal, was sonst noch so heute abgeht. Oh, Jelly, was macht denn der da? Wolltest du auch Fleisch oder reichen dir die Sterne? Nein. Jelly übertreibt natürlich mal wieder. Überhaupt nicht. So esse ich jeden Tag zu Hause. Sorry. Dankeschön. Komm, Pappteller, hast echt keine Steigung. Das ist das einzig nicht authentische. Irgendwie muss er ja authentisch sein. Ja, ist er. Ja, ja. Er weiß, was er tut. Ja. Definitiv. Aber die Pappteller kann er gut füllen. Respekt. Das sieht nicht nur gut aus, ich denke mal, das schmeckt auch so. Hol dann noch eine Portion. Also noch kann, eine. Du kannst es vertragen. Ich stehe immer noch an hier. Ach so, du stehst schon Wasser. Dann lass ich dich mal weiter aufstehen hier. Ich trinke mich gleich durch. Servus und herzlich willkommen beim Grill-Junkie. Jetzt haben wir mal wieder so hier. Servus! Das ist vom Grill-Junkie, die Kamera. Beim Grill-Junkie-Kanal! Ja, hey, mit dem Mini-Pimmel! Ja, genau. Das habe ich jetzt nicht ich gesagt, aber hey. Ja, das hat Johnny gesagt. Was soll ich machen? Ja, die Kamera ist schon ziemlich klein. Ja, die ist klein. Die ist echt klein. Klein und niedlich. Ja. Was ist denn? Wir haben das hier vom, wie heißt der nochmal hier? Der Alien Barbecue haben wir es gegessen. Ja, genau. Okay. Das ist der Kleinwagen, den wir da gerade essen. Ja. Okay. Gut, oder? Boah! Aber wenn es ein bisschen heißer wäre, wäre es mal besser. kommt halt an, jetzt aber an den die Spieß nicht dran. Nee. Ja, die Kaffeespieße war immer noch das allerbeste. Das kann ich verstehen. Allerbeste. Ich kann es verstehen. Ja. Ich habe zwar kein Gessen, aber ich weiß, was ihr meint. Wirklich lecker. Ja.
Gut. Ja. So, ich geh mal weiter, ich komm später wieder. Ja, bitte. Ja, wir müssen auch noch Mario Kart spielen. Ne? Ja, das machen wir auch noch. Das machen wir noch. Hallo. Na? Hallo. Ich bin der Heumann. Kein Interview. Kein Interview. Kein Interview? Gut, alles klar. Bitte. Ciao. So, dann machen wir halt mit ihm ein Interview. Guck mal. Warte. Na, putzen. Na? Oh, da freut sich jemand. Na, und wie geht's dir? Hast du auch schon was zum Essen gekriegt? Ja, man sieht, er hat auch schon was zum Essen gekriegt. Junge, was ist mit dir los? Gut, da. Gut, alles klar. Schön. Danke. Danke. So. Und. Oh, da wird gerade gedreht. Eine Wrestling-Action hier. Kann ich jetzt leider nicht eingreifen. Jetzt habe ich vom Grillshow vom Grill Chunky. Chunky, du geiles Luder. Jetzt haben wir deine Kamera genommen. Geheimes Video mal an dich. Du bist der coole Lümmel, aber manchmal schlägst du über die Stränge, mein Freund. Ja, du Lümmel. Das Schlimme ist, er weiß, dass ich die Kamera habe. Scheiße, das ist kein geheimes Video mehr. Ja, das ist verkackt. Aber jetzt müssen wir hier wieder reingucken. So werden die Shows gemacht. Nur bekloppt. Aber echt, ey. Und wer ist der Schlimmste? Du Chunky. Das hast du gesagt. Nein. Also, sagen wir mal ehrlich, dieser Johnny hier. Dieser Johnny, ja. Der rennt immer mit der Maske rum. Der eine verschminkt sich, der andere rennt mit der Maske rum. Und, ich trinke halt jetzt Bier. Ja, das ist das Vernünftigste, was du hier machen kannst. Das wäre ein Big Flash. Ich muss jetzt hier zuschauen. Ja, ich auch. Ich guck auch mal, ich drehe mal wieder rum. Die Kleine halt reinschreit. So geil. Ist das die neue Folge? Ja klar, das ist die neue Folge. Wir sind live hinter der Kamera. Ja, hinter den Kulissen. Gell? Nochmal. Ah, nochmal? Ja. Ich glaube jetzt weiter. Bis dann. So. Auf Tele 5, ja. Das läuft, Jungs. Na? Servus, Heume! Ich hab aber wieder eine Kamera genommen. Ja? Eine Kamera genommen. Oh, das ist doch die vom Junkie? Ja, genau. Hallo, Junkie! Wir und der Heume! Jeder kennt deine Kamera. Alles, was Kleines ist vom Junkie. Nein, mal Spaß. Ja. Die ist super. Ich würde die nicht zurückgeben. Ja. Die war geil. Die Holme, da müssen wir ja unterschreiben. Ja, aber da musst du mal kurz hier filmen. Ja, hier filmen. Das muss man auch mit drauf haben. Hier, guck mal, die Holme, das ist sein erstes Autogramm. Das schneidet. Nee, nicht mehr. Was soll denn das eigentlich immer heißen? Nur weil ich so einen kleinen Kanal habe. Was Kanal? Ich habe einen kleinen Kanal. Ja. Unten. Ja, egal. Aber das ist nicht mein erstes Autogramm. Ja, ist eigentlich egal, das hat man gegeben. Das hat man Johnny auch gesagt. Ach so. Ja, aber du hast beim anderen drüber geschrieben, das ist schon dein erstes dann. Ja, okay, ich mach doch. Auch wieder recht, das war doch mein erstes. Danke. Weißt du, wer er hier ist? Dein Sohn. Ja, das ist der Pizzaraketenmann. Geil. Der muss doch wissen. Doch. Also, wenn du alle Johnny-Videos gesehen hast, musst du doch wissen. Doch, habe ich gesehen, ja. Ja, und da war er, wo er bei uns war er der Pizzaraketenmann. Ah, cool. Oh, Junge, jetzt wäre hier die Kamera abgekommen. Jelly hat Künstlerhandschuhe noch.
Ja. Künstler? Ja, du bist ein Künstler. Ohne Scheiß. Jetzt du hast richtig drauf. Da bin ich echt neidisch. Ja, musst du nicht. Ich will auf die Kamera. Bring dir das gerne bei. Nee, dann muss ich das auch machen. Das Schlimme ist. Und du weißt halt. Da ist Johnny, der kann jetzt unterschreiben. Hol und, ihn mal schnell. Und auch Videobearbeitung ist auch ein Vorbild. Da ist er echt. Hammer, Hammer. Guck mal, da kommt der alte wir Mann. Wir haben aber einen. Da ist schon der alte Mann. Es läuft weg. Na? Warte. Ich laufe halt weg. Was? Guck mal, kennst du die Kamera? Ja, die ist doch vom Michael, ne? Ja. Wo hast du dem die geklaut? Der hat nichts gemerkt, ne? Der Typ merkt auch ja nichts. Ich kenne noch einen Typen, der nichts merkt, ne? Ja. Ja, wie hieß der nochmal? Eumann! Nee, nicht der Eumann. Wer war das, wo wir heute das Video verschickt haben? Der Schnitti. Ja, wo ist der? Der Schnitti, was ist mit dem überhaupt, der Blödmann? Oh, jetzt kommt er! Schau, bei uns geht's jetzt weiter und deswegen brauche ich meine Cam wieder. So einfach ist es. Dauert eben nicht, dass mir der Dirk hier noch mein Cam kaputt macht. So. Also jetzt gibt es bei uns wieder was Leckeres und das wird uns der Jens jetzt sagen, was wir machen. So, bist du soweit? Ja. Können wir dann loslegen mit unserem Siebeschwabetopf? Ja. Ja, finde ich sehr gut. Für unseren Siebeschwabetopf benötigen wir Schupfnudeln, Sauerkraut, einen Schweinenacken, Schreife geschnitten und gewürzt, Bacon, Schweinefilet und eine Zwiebel, die mir eine geklaut hat. Wollte ich dir erzählen. Jetzt spiel doch mal meine. Ah, ich habe eine Zwiebel gefunden. Sehr schön. So. Du oder du darfst jetzt mal den Dutchkuchen mit Bacon auslegen. Dürft euch zuschlagen. Ich schneide die Zwiebel. Du schneidest die Zwiebel. Finde ich gut. Das mache ich nicht gerne. So. Dann mache ich das mal. Auf den Tisch.